Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir wollen doch... Nein, wir wollen eigentlich nirgendwo hin. Wir wollen ein Werkzeug bauen, aber das ist gar nicht so einfach. Wir haben das Baumenü noch nicht gefunden. Baumenü, Baumenü. Ach so, hier vielleicht. Ah, Moment. Ah, genau, da haben wir es doch. Ah, wir müssen das hier wahrscheinlich erst lernen. Das heißt, wir müssen erstmal aufsteigen, kann das sein? Da, was nehmen wir denn dann? Ah, Intelligenz war die richtige Wahl wohl. Ja, sehr schön. Das hier hätte ich ganz gerne gebaut. Wir brauchen noch... Stein? Steine haben wir. Feuerstein, sowas brauchen wir. Wo finden wir das denn? Oh, da drüben fliegen Punkte. Zahlen durch die Gegend. Und wo finden wir Feuerstein? Ah, Moment, Moment. Wir können was anderes bauen. Ah, okay. Gleich wird alles gut. Unser erstes Werkzeug ist fertig. Dann gehen wir doch nochmal zum Strand und suchen uns einen dicken Stein. Da hauen wir dann drauf. Mit unserer mächtigen Axt. Oh, Spitzhacke. Geht kaputt. Es geht nicht kaputt. Ah, kaputt. Ja, und jetzt können wir uns eine Axt bauen, oder? Ein Feuer können wir bauen. Und eine Fackel? Ja, so dunkel war das jetzt eigentlich nicht. Nochmal gucken, wie war das hier mit der Axt? Wo ist die Axt? Axt, Axt. Hier vorne. Müssen wir das erst lernen? Ah, wir brauchen noch Fasern dafür. Oh, okay. Dann sammeln wir doch ein paar Fasern. Hier vielleicht? Sind das Fasern? Ach so, wir müssen... Wir dürfen nichts in der Hand halten. Ah ja. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viele Fasern wir brauchen. Aber egal, wir sammeln ruhig ein paar mehr. Die wird man wahrscheinlich immer wieder brauchen können. Da ist das Huhn. So, jetzt aber, wo ist... Hier ist die Axt, okay. Aber das geht ja gut. Und was ist das daneben? Eine Kopfbedeckung. Ach, so eine Piratenmütze. Oh, wie schön. Ha! Jetzt wird endlich alles gut. Wir haben eine Axt. Wir haben eine Hacke. Mehr brauchen wir nicht. Der perfekte Pirat. Was haben Piraten denn noch? Ein Holzbein. Wir haben gar keine Beine. Halt doch. Wenn man so guckt, haben wir Beine. Ja. So, wir sammeln Holz.
Baum fällt. Wir sammeln aber viel Holz. Ich glaube, wir brauchen ganz viel Holz. Der schnell gewachsene Baum hier, oder? Der war doch gerade noch nicht da. Ach, sind wir überladen schon? Ja, wir sind überladen. Da geht's weiter im Baywatch-Modus. Steine? Okay, überredet. Wir bauen auch ein Lagerfeuer. Wollen wir das hier bauen? Oder wir bauen das lieber so in der Nähe von der Stadt, oder? Ja, ist das jetzt unsere Stadt? Ich glaube nein. Da müssen wir erstmal irgendwie die Stadt einnehmen vielleicht. Ist das hier ein verlassenes Lagerfeuer vielleicht? Ein Lagerfeuer verlassen von Oculus. Wir schwimmen doch mal nach da drüben, glaube ich. Oh, ein Dodo. Ist das ein Dodo? Ah, es ist eine Möwe. Und da haben wir auch gleich eine Schildkröte, was zu essen. Okay. Schildkrötensuppe. Oh, die Schildkröte kommt mir sehr bekannt vor. Vom Aussehen. Die zischt. Ja, hier schlagen wir unser Lager auf, da vorne. Ja, ich geb's zu. Ich will nur sehen, wie sie unsere Lucrezia hier in Zeitlupe läuft. Das wird gleich schon. So, Feuer bauen. Das wäre das Feuer hier, oder? Da können wir doch schon mal ein bisschen Holz reintun. Oh. So. Können wir uns wieder... Ja, wir können uns wieder bewegen. Den hier, können wir den nicht zähmen? Ich möchte so einen Papageien haben. Oder was ist das hier? Ein anderer Papagei noch. Der Papagei muss sein als Pirat. Ah, da fällt mir gerade noch was ein, was wir unbedingt brauchen hier. Eine Kiste. Ah, wo können wir denn Kisten bauen? Sind hier noch keine Kisten bei? Nein, da waren keine Kisten bei. Hier können wir nur dieses Sperrdingen bauen und da jetzt nicht so viel. Ah, das hier brauchen wir auch, genau. Wasser. Obwohl, wir sind am Meer. Eigentlich, hier ist genug Wasser. Wir brauchen eigentlich gar kein Wasser.
Dafür brauchen wir bestimmt wieder Leder oder so. Aber mal sehen. Leder. Hier ist es nicht drin. Also denke ich mal, dass wir dafür dann Leder brauchen. Wir haben die Zutaten dann also nicht. Ach, machen wir uns hier mal so eine Kappe. Dann sind wir ein bisschen geschützt. Vor der Sonne. Weiß ich nicht, gefällt mir das jetzt? Ja, wir lassen das erstmal so. Harr. Was brauchen wir noch? Ja, so eine Kiste wäre nicht schlecht, aber irgendwie kriegen wir gar keine Kiste. Ach, das sieht aber von hinten sieht das nicht so schön aus. Wir nehmen das mal wieder ab. Oh, wir können richtig Pfeile und Bogen und sowas bauen nachher. Okay. So, ich hoffe, hier ist jetzt eine Kiste mit bei. Ein Bett können wir bauen. Ah ja, dafür brauchen wir noch mehr Stroh. Ach, ich wollte gar kein Lagerfeuer haben. Eins reicht. Wie können wir das abbrechen? Ah ja, rechte Maustaste, okay. Moment, da war doch vorhin so eine fauchende Schildkröte. Die ist weg. Ah, die ist wahrscheinlich schwimmen gegangen. Oh, was ist das? Ein Wildschwein? Ah, da brauchen wir aber Pfeil und Bogen. Das sieht mir ziemlich groß und gefährlich aus. Ja, und wir? Wir sind klein und harmlos. Komm her, du Schwein. Oh. Oh, das ist zu stark. Oh nein. Nein. Wir sind tot. Wir wissen aber dafür noch ganz genau, wo das Schwein uns erwischt hat. Hier dachte ich. Ah, haben wir gar keine Sachen mehr hier? Unsere Sachen sind alle weg. Da ist das Schwein. Doch, natürlich war das hier. Ha. Hier, genau hier sind wir hingefallen. Echt, jetzt nichts mehr da. Voll schade, oder?
Oh, niedlich. Nein, nicht das Schwein schon wieder. Es ist ja kein Wasserschwein, also hier kommt es wahrscheinlich nicht rein. Ach, unsere ganzen Beeren und alles sind dann weg. Naja, okay. Hier war doch eine Insel vorhin, wo ist die? Da drüben? So weit weg ist die Insel. Oh, schade. Ja, wir müssen erst eine Kiste oder sowas bauen. Aber das ist ja echt schade, dass unsere Sachen jetzt weg sind. Oder war das hier vielleicht? Ah, da ist schon wieder das Schwein. Nein, nein, das war hier. Das ist schon richtig hier. Ach, das Schwein hat uns bestimmt irgendwo anders hingekickt. Sicher? Ah, gesund, Vitamine und so, vielleicht. Echt, die Sachen sind nicht mehr da. Ja, wir müssen eine Kiste bauen und da müssen wir dann Äxte und sowas reintun, damit wir, wenn wir die verlieren, damit wir die da immer sofort rausholen können. Aber Moment mal, dabei fällt mir ein, wir haben, glaube ich, Holz ins Feuer gelegt und es nicht entzündet. Das heißt, da müsste noch ganz, ganz viel Holz sein. Och, gut, hier haben wir schon mal wieder was zu essen. Ja gut, das können wir uns, glaube ich, gut merken, dass man hier was zu essen rausbekommt. Genau, einen Papageien müssen wir uns holen, damit wir Federn haben. Aber wie sieht er aus, wenn wir seine Federn rupfen? Naja, wie ein nackter Papagei. Aber nicht mehr in dieser Folge. Diese Folge ist vorbei. Wir werden noch eine Folge machen, vielleicht. Ja, bestimmt. Doch, doch. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.